In Deutschland erkranken in den letzten Jahrzehnten immer mehr Menschen an Allergien. Man bezeichnet dies schon als Epidemie des 21. Jahrhunderts. So entwickeln sich solche Erkrankungen zu einem der bedeutendsten Kostenfaktoren des Gesundheitswesens und eine Trendumkehr ist gegenwärtig in Deutschland nicht absehbar. Für einige ist das Frühjahr die schönste Zeit, für andere beginnt im Frühjahr die Leidenszeit. Und damit meine ich die Pollenallergiker. Und da gibt es eine Pollenmessstation, eine von zwei, die ist hier in Chemnitz. Und hinter mir dieser kleine grüne Kasten, der auf diesem Dach installiert ist, der misst die Pollen. Wie geht das vor sich? Die Pollen werden in dieser Messstation aus der Luft aufgefangen über eine Ansaugvorrichtung und werden auf einen Zylinder aufgebracht, der getränkt ist mit Paraffin und dort werden die Pollen gemessen und werden anschließend mikroskopisch ausgewertet, gezählt und ausgewertet. Wie groß ist der Wirkungsradius der Pollen, der hier eingefangen wird? Also es sind ungefähr 5 Kilometer im Umkreis, werden die Pollen eingefangen, aber es gibt natürlich auch leichte Pollen, die bis zu 400 Kilometer fliegen und auch eventuell hier eingefangen werden können. Gehen wir etwas näher auf die eingefangenen Pollen ein. Wie viele verschiedene Arten gibt es da? Wir zählen ungefähr 30 Arten von Pollen. Insgesamt gibt es natürlich noch viel, viel mehr Pollen, aber wir zählen ja nur die Windpollen auf. Welche wären da die 4 stärksten? Die 4 stärksten sind die Birkenpollen, die Gräserpollen, die Getreidepollen und die auch Haselpollen. Das Auffangen der luftgetragenen Pollen geschieht mit der sogenannten Burkhardt-Pollenfalle, welche die Pollen mittels Pumpe, deren Saugleistung 600 Liter pro Stunde beträgt, auf ein speziell präpariertes Folienband ansaugt. Sind sie dann eingefangen, die Pollen, dann erfolgt die Auswertung und das erfolgt natürlich im Labor. Wir haben hier diese Trommel, auf dem der Klebestreifen ist mit den eingefangenen Pollen. Dieser Klebestreifen wird dann abgezogen und hier auf diese Schiene aufgebracht, in dem eine tägliche Einteilung ist, da wir 24 Stunden messen. Und dann wird der entsprechende Klebestreifen geschnitten und auf einem Objektträger aufgebracht, der dann eingefärbt wird. Ist der Objektträger fertig, dann geht es bestimmt zur Auswertung ans Mikroskop. Das ist richtig, das wird am Mikroskop ausgewertet und die Pollen werden gezählt. Dies erfolgt lichtmikroskopisch und der jeweilige Luftpollengehalt in einem Kubikmeter Luft wird tageweise berechnet. Die Luftpollenerfassung erfolgt am Standort Chemnitz, der LUA Sachsen, bereits seit 1993. Sie ist jene Station, welche auch für unser Sendegebiet relevant ist. Außer ihr gibt es derzeit in Sachsen nur noch eine weitere Messstation an der Medizinischen Akademie der TU Dresden. So aggressiv sieht das aus, was sich unter dem Mikroskop an Pollen präsentiert. Nach der labortechnischen Auswertung, wie geht der Weg weiter in die Öffentlichkeit hinein? Wenn wir die Daten ausgewertet haben, werden die aktuellen Pollendaten an den Deutschen Wetterdienst gemeldet und werden dann vom Deutschen Wetterdienst verarbeitet, modelliert zu Modellen und zu Prognosen, die dann über die Medien, über Fernsehen, Presse, Rundfunk und über das Internet an die Öffentlichkeit informiert werden. Dreimal wöchentlich werden die Ergebnisse der fortlaufenden 24 Stunden Luftpollenmessung zu Spezies und Quantität an den Deutschen Wetterdienst und den Polleninformationsdienst gemeldet. Aus den Messergebnissen werden dann durch den Deutschen Wetterdienst unter Berücksichtigung der jeweiligen meteorologischen und agrarphänologischen Situation Pollenflugvorhersagen über 2 Tage für die einzelnen Bundesländer und Regionen erstellt. Die Luftpollenmessung erfolgt an allen Stationen nach einheitlichen Methoden, die zum einen das Auffangen der Pollen aus der Luft und zum anderen die Laboranalyse umfassen. Nun sind ja Pollen natürlichen Ursprungs, aber in unserer heutigen Umwelt können sie sich natürlich durchaus mit Schadstoffen vermischen. Und dazu gibt es einige Hypothesen. Das ist richtig. Es gibt sogar sehr gut belegte Studien, wonach sich Pollen mit Umweltschadstoffen verbinden. Das heißt, die Schadstoffe binden an die Pollenoberfläche und verändern die allergenen Eiweiße. Und das Ganze wird dann als Zunahme der Aggressivität der Pollen interpretiert. Das ist eine von mehreren Hypothesen, warum Pollenallergien ständig zunehmen und immer noch im Zunehmen begriffen sind.
Besonders enge wechselseitige Beeinflussungen gibt es zwischen den oberen und unteren Atemwegen, wobei die Entwicklung eines Asthmas aus einer allergischen Rhinitis, damit ist eine Erkrankung der Nasenschleimhaut und der Augen gemeint, eine der schwerwiegendsten Folgeerkrankungen darstellt. Es wird geschätzt, dass in der Allgemeinbevölkerung, in der erwachsenen Allgemeinbevölkerung wohlbemerkt, ca. 13-24% der Erwachsenen Heuschnupfen haben oder jemals die Diagnose Heuschnupfen gestellt bekommen haben. Bei bis zu 40% dieser Heuschnupfenpatienten gibt es bereits eine Vorstufe des Asthmas und bei etwa 30% der Patienten mit Heuschnupfen soll sich im Laufe von 10 Jahren tatsächlich ein Asthma entwickeln. Umgekehrt sollen über 80% der Asthmatiker auch unter Heuschnupfen leiden. Insbesondere wenn die Atemwegsallergien länger unerkannt bzw. unbehandelt oder inadäquat behandelt bleiben, können in den betroffenen Organen Entwicklungen eintreten, die nicht mehr rückbildungsfähig und therapeutisch schwer beeinflussbar sind. Pollen gehören zu den Hauptauslösern von verschiedenen allergischen Erkrankungen, die zu den großen Volkskrankheiten unserer Zeit zählen. Dazu ist es für Pollenallergiker wichtig, sich angemessen mit dieser Problematik auseinanderzusetzen.